Ah, ich will jetzt nicht. Oh, diese Sandwürmer, ne? So, wo ist denn jetzt der richtige Weg? Ich will jetzt raus. Ich hab jetzt die Schnauze voll. Oh, hört auf. Items sind mir jetzt völlig egal. Geld ist mir jetzt völlig egal. Ich will jetzt hier raus. Ich will weiterkommen. Ich bin... Die ganze Bad bin ich hier schon wieder hier am rumeiern. Muss doch irgendwo jetzt der Ausgang sein. Haut ab! Und ihr auch. Das sieht jetzt richtig aus. Hier lang. Hier. Ha. Raus. J-Basis. Aha. Wir sind jetzt in der J-Basis. Das wurde von der Galylie gebaut. Lite, glaubst du, dass Gaia... Das ist etwas ganz anderes, als ich erwartet habe. Sieht aus wie ein einziges einzelnes Gebäude, die auf einer angelonanischen Ruine errichtet worden ist. Ich spüre Gaias Macht da drin. Wir sind bei der J-Basis. Ey, ich wollte eigentlich gar nicht raus. Das war verkehrt. So, ich muss hier rein bestimmt, ne? Hangar. Irgendwas war doch mit der J-Basis. Wir haben die Kommandozentrale eingenommen. Und den Dampfkanonen-Maschinenraum, der Kontrollraum, wird bald uns gehören. Wenn Oberst Mullen General Ball in den Tarkum festnehmen kann, war unser Aufstand ein Erfolg. Mannschaften bei bereithalten, bis neue Anweisungen von Oberst Mullen kommen. Mannschaften bereithalten. Aufstand? Was hat Mullen denn jetzt vor? Was ist mit Gaia? Was soll mit Gaia passieren? Kommt Leute, lasst uns gehen. Wir können jetzt einfach hier spazieren? Oh, ich habe von dir gehört. Du bist Dustin, nicht wahr? Der junge Zivilist und du hast einen Teil zu diesem Unheil beigetragen. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Komm nicht in die Quere. Der Aufstand wird uns alle in eine ganz neue Armee einbringen. Unter der Leitung von Oberst Mullen. Was ist hier? Offiziersraum. Okay, es gibt keinen richtigen Punkt. Das heißt, ich kann mich hier frei bewegen und gucke, ob hier irgendwas an Thronmäßiges gibt. Vielleicht gibt es hier nur ein Ziel. Kommandozentrale. Diese Flügel, das sind doch, das sind auch ikarische Flügel. Okay. Dann ist das wohl eine Basis mit ikarischen, wie kann man das jetzt sagen? Wurde mit Ikariern gebaut, oder nee, nicht mit Ikariern, sondern mit akarischen Gegenständen. Gibt's überhaupt eigentlich was? Sieht mir nicht danach aus, weil ich habe hier jetzt keinen Punkt, wo mich dieser Fall hinbringt. Also muss ich das wohl alleine herausfinden. Flugobjekte. Oder muss ich mit den einzelnen Leuten hier reden?
weiß nicht. Ich blicke hier nicht ganz durch. Hä? Ich rede einfach erstmal mit ein paar Leutchen hier und gucken wir mal, was passiert. So, ein Aufstand also. Nicht die beste Auswahl, aber der General hat uns nicht viel gelassen. Wir haben ihm unser Leben anvertraut und er hat uns wie Vieh behandelt. Für unsere Kameraden, die im Schrein gestorben sind, müssen wir siegen. Und für die Zukunft der Truppe. Also hier geht's nicht weiter. Geh noch mal hier hin. Muss doch irgendwie irgendwas aus. Irgendwie eine Szene auslösen. Ich dachte, jetzt ist hier der Oberst Mullen oder so. Da. Der obere Kontrolle untersteht. Unsere Kontrolle unter Oberst Mullen. Wenn der Aufstand gelingt, werden wir die Leiter der Stiftung unterrichten und Oberst Mullen wird die Leitung des Herrens übertragen. Gibt es hier irgendwo einen Geheimgang? Dahinter kann man nicht. Da ist eine Tür. Die hab ich gar nicht gesehen. Als erstes. Oh. Verstärkung! Zu spät für mich! Der Oberst! Hilf dem Oberst! Der Oberst jagte Baal. Baal hatte ein Geheimnis. Gang in der Ecke. Statue. Ah, hier bin ich richtig. Dankeschön. Geheimgang. Mullen. Mullen, bist du in Ordnung? Was ist mit Baal passiert? Justin, warum? Warum hast du Baal den Geisterstein gegeben? Hä? Mit dem Geisterstein hast du ihm den Schlüssel zur ewigen Vernichtung gegeben. War dir das nicht klar? Aber ich... Los, Baal muss aufgehalten werden. Oder die Welt. Gaia, er wird. Mullen, bist du in Ordnung? Keine Sorge, er ist nur bewusstlos. Oh, verstehe. Anscheinend führt das hier zu einer unterirdischen Ruine. Und es sieht so aus, als wäre es benutzt worden, um so eine Art von Anlage zu bauen. Baal, damit kommst du mir nicht davon. Okay, jetzt sind wir in einer Ruine. Unterirdische Bahnruine. Jetzt sind wir wieder in einer Dungeon. Jetzt gibt's wieder Gegner und Items und Geld. Das hört man sofort auch an der Musik. Na, sieht schön aus. Da liegt wieder Geld. Ah, lol. Ja, Monster. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade nicht wirklich viel Lust, gerade zu kämpfen. Wahrscheinlich muss ich dann, bevor ich beim Endboss bin, muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen trainieren oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht schaffen wir das auch so. Wir gehen weiter. Das hat irgendwie Ähnlichkeiten mit der anderen Ruine, mit der unterirdischen Ruine. Skarabäus und Stotterer oder so.
So. Nete greift an. Hornado! Was soll der Kack denn? Bietet, macht gerade keinen Angriff. Also macht keinen Schaden. Jawohl! Fina hat gelernt. Ende der Welt. Kranke Scheiße. Ende der Welt. Wir haben noch hier was Neues gelernt, ne? Kälte. Diamantenstaub. Machen wir das jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einfach Diamantenstaub. Fertig. Fühl die Power von Eis. Feel the power of ice. Okay, einer steht noch da. Ende der Welt. Ach, wieder ein ikarischer Move, wie es aussieht. 33. Kann man nur einmal einsetzen. Erstmal. Naja. Das werden wir auch noch sehen, den Move. Jetzt haben wir schon zwei ikarische Moves. Das ist gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Geld. Haut ab. Yo! Da muss man kämpfen. Gut. Ja. Irgendwie treffen wir schon irgendwas. Ah, den da hinten nicht. Egal, Wind. Wind wurde erhöht. Geil. Ach, der hinten wird nicht getroffen. Na denn, machen wir hier mal alles richtig. Warte, Erde war noch was, ne? Eben. Auf ihn hier. Oh, Earth, awaken! Vielleicht treffe ich damit einiges. Alle, das ist gut. Ice! Voll cool. Feel the power of ice! So, alles kaputt. Wind erhöht. Okay. Greifen wir an. Zack. Zack, 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 zack. Not bad, eh? Not bad, 500 Erfahrungspunkte, das ist eigentlich immer noch nichts. Wir brauchen schon
1500. Wenn überhaupt. Ja, das war ja so klar. Wieder Hinterhalt, ne? Ja. Das ist natürlich nicht das, was ich gerne haben möchte. Bewegt euch doch nicht, ihr Idioten. Ja, kommt näher, kommt näher, kommt näher. Mal gucken, was triffst du? Ja, einiges, einiges, einiges. Feuerstufe erhöht. So gefällt mir das doch. Naja, nur zwei. Nicht viel. Zepp alle. Wisst ihr was? Machen das. Ja, ich wollte auf die Folter spannen. Toll! Ah. Zap alle geht nur auf einen. Und dann hat er nicht mal einen Kratzer bekommen. Das kann ich mir nicht auf mich ruhen lassen. Auch nicht schon, nicht sowas. Ah, sowas ist ätzend. Ah, wieder einer, der ultra viel Verteidigung hat. Dann brennen wir das halt kaputt. 100 Millionen Degrees, take that! Oh, raging fire, bring your fury here! So. Geht doch. Haben wir es zu Tode gebrannt. Vielleicht gibt's gibt's irgendwas extra Knuspriges zu essen. Ich hoffe mal, ich komme noch in irgendeine Stadt rein, wo ich mir noch ein paar Kleidung kaufen kann. Wäre echt nice. Oh. Ey, hier sind einfach nur zu viele Monster. Und schon wieder Hinterhalt. Ja, kuschelt. Fick dich! Ihr wollt es nicht? Ihr wollt es nicht anders, ne? Oh, ich wollte jetzt Ende der Welt machen. Nee, mach ich nicht. Blablabla, Heulerschlag. Oh, Wind, twist like a tornado! Erdbeben kommt früher. Okay. Immerhin Erde Stufe erhöht.